Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute bin ich Teil eines wundervollen YouTube-Adventskalenders, den die liebe Steffi ins Leben gerufen hat. Und sie hat 24 wundervolle Mädels aufgetan, die tatsächlich für euch jetzt einen Adventskalender gestalten und jeden Tag ein Türchen öffnen. Ich bin in der Nummer 11 und die liebe Nina von Ninas Kosmetik ist morgen dran. Da freue ich mich auch schon mega drauf. Also schaut in der Infobox vorbei, da steht unheimlich viel drin, unter anderem halt alle Kanäle verlinkt. Was ist eigentlich hier das Videothema? Und zwar geht es um 50 Geschenkideen unter 50 Euro. Dafür habe ich in meinem Familien- und Freundeskreis ein bisschen nachgeforscht. Und wenn du Bock drauf hast, das mit mir zusammen mal durchzugehen, was hier in meinem Raum steht, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir gedacht, ich mache mich auch mal ein bisschen weihnachtlich. Diesen Haarreif habe ich tatsächlich letztens erst gesehen bei Moldavid. Mensch, da habe ich gestern noch ein Video von ihr gesehen und ich war ein bisschen verwirrt, denn ich habe heute ein Paket geliefert bekommen von Beeline oder so und da war der auf einmal mit drin. Keine Ahnung. Einfach ein riesiges Paket, wo nur dieser Haarreifen drin ist. Ich habe ihn meines Wissens nach nicht bestellt, also wollte ich ihm auf jeden Fall jetzt mal eine Bühne geben. Ich finde ihn ziemlich cool, ich finde ihn süß und man sieht auf jeden Fall jetzt die Öhrchen und das Ganze ist hier etwas weihnachtlich gestaltet, von daher. Ne? Es wird ein langes Video, ihr seht es ja sowieso schon. Es gibt hier Timestamps, das heißt, ihr könnt nach Kategorien weiterhüpfen. Unten in der Infobox sind so viele Produkte verlinkt, wie ich reingekriegt habe. Ich habe auch natürlich dieses Jahr auch mit vielen Kooperationspartnern zusammengearbeitet. Falls ich einen aktuellen Code habe, schreibe ich ihn euch auch hier im Video mit rein oder halt auch in die Infobox. Mit Purish habe ich auch zusammen eine Kooperation, sodass ich quasi in diesem Video etwas an euch verlosen kann, sobald wir natürlich zur Kategorie Beauty kommen. Und jetzt will ich gar nicht lange schnacken. Es geht los. Es sind Produkte, die du jedem schenken kannst. Du kannst es deiner Mama, deinem Papa, deiner Oma, Opa, deinen Kindern, je nachdem. Also hier ist halt wirklich ein bunter Mix unterwegs, ne? Die erste Kategorie, die ich hier habe, und ich habe mir das alles hier so wunderschön doppelseitig aufgeschrieben, ist Selbstgemachtes. Da habe ich zuallererst Likör aufgeschrieben, denn sowas ist bei uns in der Region einfach voll hart verbreitet. Das ist Wahnsinn. Selbstgemachter Likör, selbstgemachter Eierlikör, selbstgemachter Nutella-Likör, selbstgemachter Baileys, das sind so die Renner bei uns, weil es halt auch so echt relativ simpel gemacht ist. Was auch bei uns super ist tatsächlich Rumtopf und hier habe ich eine kleine Abfüllung. Das hier werde ich hoffe, es kommt heile an, tatsächlich selber als Wichtelgeschenk verschenken. Also den setzt man im Prinzip im Frühjahr an, wenn die ersten Früchte irgendwie kommen und nimmt dann irgendwie rum. Dann nimmt man, also sehr hochprozentig, ich glaube über 40% muss man nehmen. Zum Rumtopf an sich kommen wir nachher noch. Dann machst du halt hier braunen Zucker auch immer rein und dann halt die Früchte der Saison. Und wir haben bei uns zum Beispiel Beerensträucher, da habe ich hier Beeren reingemacht. Pflaumenbäume bin ich rangekommen, da habe ich Pflaumen reingemacht. Da habe ich dann noch alle hier drin. Ich glaube, Bienen habe ich hier sogar mit reingemacht und. Also allerhand leckeres Zeug und ja, man könnte fast sagen, es wäre gesund. Ja, fast. Ne? Also ich finde es super lecker, ich esse es gerne über Vanilleeis zum Beispiel oder man kann es auch einfach pur essen oder man verlängert es sich mit Sekt, weil das halt schon, man schmeckt den Alkohol nicht, aber es ist echt hardcore das Zeug. Ich liebe es wirklich sehr. Dann habe ich mich letztens mega gefreut, da hatte die liebe Nadine bei uns aus der Zuckerpuppengruppe, das ist unsere Klickengruppe, wir haben uns selber einen Adventskalender gestaltet, hier selbstgemachtes Salz reingemacht, Kräutersalz. Ich glaube, das ist relativ einfach selbst zu machen, indem du dir einfach, huch, Sammy, der hat damit nichts zu tun, indem du dir ganz einfach grobes Meersalz halt kaufst und dann kannst du so eine Gewürzmischung dazu machen und dann hast du Kräutersalz. Ich finde das super klasse und das kannst du schön zum Verfeinern von Speisen nehmen und so, ne? Mega geile Idee, kann ich euch nur empfehlen. Und zu diesen ganzen selbstgemachten Geschichten gibt es zuhauf Rezepte im Internet. Schaut euch da gerne mal durch. Dann kommen wir jetzt auch schon zur nächsten Rubrik und das sind die Fotogeschenke. Ja, ganz klassisch, ne? Da solltet ihr jetzt aber echt schnell sein, weil soweit ich weiß, sind die Lieferzeiten dieses Jahr für Weihnachtsgeschenke extrem lang und ich weiß gar nicht, ob man jetzt überhaupt noch die Möglichkeit bekommt, Fotobücher zu bestellen. Ansonsten Fotos nehmen und dann bei DM, bei Rossmann halt wirklich selber ausdrucken und dann selber ein Fotobuch gestalten. Dafür kann man dann entweder ein Fotoalbum hernehmen oder man nimmt irgendwie eine Kladde oder sowas, irgendwas, wo man das halt schön reinmachen kann und dann selber ein Fotobuch gestalten. Es gibt bei Rossmann und bei DM, vor allem bei DM, so Stickersets, die man dann
dann zum Beispiel auch dazu kaufen kann, damit das Ganze ein bisschen aufgepeppter wird. Finde ich ganz schön. Und was ich auch richtig schön finde, sind solche Fotogeschenke. Da zeige ich euch mal was. Ich musste ein Bild abdrücken. Upsala, weil mein Freund möchte leider nicht gezeigt werden. Ab und an sieht man ja einen Teil von ihm bei mir im Video. Das hier ist so ein Set, das habe ich mal zugeschickt bekommen. Das ist von Pico Bear, kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken, wie gesagt, ich verlinke euch da alles Mögliche. Da kann man hier an dieser Seite zwei Fotos machen, reinmachen und hier so, ja, Pfotenabdrücke vom Hund oder du machst da halt die Hand- und Fußabdrücke von deinem Kind rein, aber wir haben halt kein Kind, wir haben halt Sammy und deswegen hatte ich mich damals mega gefreut, als ich dieses Set zugeschickt bekommen habe zum Machen und das war A, relativ zu Anfang unserer, meiner YouTube-Zeit, unserer, ihr wart ja auch mit dabei und zum anderen, also B, war Sammy da halt auch noch echt relativ jung und das ist total, ach, ich habe es oben, also oben, ich habe es bei uns im Wohnzimmer stehen, auf einem Schrank und ich sehe das halt jeden Tag und ich freue mich da jedes Mal drüber, wenn ich es sehe und ja, klar, du kannst, da haben meine Freunde mir auch einen guten Tipp gegeben, Fotopuzzle zum Beispiel auch machen, das finde ich auch ziemlich cool, ich kann mich daran erinnern, als wir damals so Einladungskarten geschenkt gekriegt haben. Das waren dann so die Rich Kids bei uns aus der Klasse, aus der Schulklasse. Die haben dann auch wirklich so kleine Puzzles verschenkt und dann war da halt eine Einladungskarte, die du dir da zusammen puzzeln konntest. Sowas kannst du natürlich auch mit einem Familienfoto machen oder, keine Ahnung, wenn das jemand ist, der Puzzle begeistert ist, halt auch mit einem schönen großen Bild von dir zum Beispiel, ne? Dass du irgendwie dich hübsch drapierst und dann kann er dich dann zusammen puzzeln oder sie kann dich zusammen puzzeln. Finde ich persönlich eine ziemlich geile Idee. Und ja, natürlich der Klassiker, ein eingerahmtes Bild. Ich weiß, dass sowohl meine Eltern sich darüber freuen werden, als auch meine Großeltern. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Paarbild von meinem Freund und mir nehmen würde und vielleicht auch noch Sammy mit aufs Bild bekommen würde, haben wir letztens mal versucht, vorm Kamin sowas zu machen. Und das war einfach so witzig. Nicht nur, weil mein Freund gerade überhaupt keinen Bock auf das Bild hatte, sondern Monsieur, also Sammy ebenfalls nicht. Und dementsprechend ist das Ganze etwas eskaliert, aber wir hatten echt Spaß für 10. Und ja. Genau, das war sehr ulkig auf jeden Fall. Genau, dann auch ganz klassisch, ich lese immer so ein bisschen ab, Leute, ne? Ein Fotokalender, das ist das, was ich halt auch sehr oft bei meinen Eltern oder Großeltern sehe, was deren Enkel oder Kinder denen halt schenken, ne? Halt, ja, für jeden Monat hast du dann irgendwie ein schönes Bild und es gibt sogar die Möglichkeit, dass du diese Fotokalender auch richtig gestalten kannst im Internet, ne? Also nicht, dass du ein Bild reinklebst, sondern das ist dann auch richtig drin und dann fließt das auch halb so mit runter, also ganz spektakulär. Falls es noch die Möglichkeit gibt, sowas halt jetzt noch zu machen. Ansonsten ist halt die Möglichkeit, dass du so einen Blanko-Kalender dir kaufst. Da gibt es auch super viele Möglichkeiten in Buchläden und so weiter. Ne? Dann einfach Bild von euch oder von dir oder von deinem Tier oben drauf und dann ist unten halt der Kalender. Finde ich persönlich auch immer richtig, richtig schön. Genau, so, dann sind wir jetzt bei dem Thema personalisierte Namensgeschenke. Also das war echt so der meistgenannteste Punkt, als ich meine Freundinnen gefragt habe, zum Beispiel meine Zuckerpuppen. Da wurde richtig eskaliert, da kam die geilste Idee überhaupt, die mir noch nie gekommen ist, zum Beispiel ein personalisierter Einkaufskorb. Das fand ich geil. Ich glaube, dass meine Oma sowas richtig feiern würde. Also entweder, wenn da irgendwie draufsteht, beste Oma der Welt oder ne, halt ihr Name. Ich glaube, das wäre ziemlich cool. Ja, ne? Also sowas halt finde ich echt schön. Dann habe ich was ganz Tolles, Personalisiertes, jetzt Justman gerade erst bekommen. Grüße gehen raus an die liebe Jasmin. Und zwar hat sie mir, das ist jetzt nicht mit dem Namen personalisiert, sondern mit meinem Geburtsdatum, Schutzengel, der 22. Mai ist ein ganz besonderer Tag. Und das fand ich echt unheimlich süß. Und da sind mir auch die Tränen gekommen, muss ich wirklich sagen. Das Video kommt noch, als ich das ausgepackt habe. Also von Herzen danke. Und ja, es passt auf jeden Fall jetzt in die Kategorie mit rein. Ich finde es ganz schön, wenn ich euch so ein paar Produkte halt auch hier in die Kamera direkt so rein zeigen kann, ne? Als wenn ich euch einfach nur die Bilder einblende. Wäre einfacher für mich, aber ich finde das irgendwie fancier. Genau, ja, dann haben wir den, genau, Fußmann. Ich habe da mal was vorbereitet. Ja, die haben wir mal geschenkt gekriegt, also quasi mein Freund Sammy und ich vor, ich glaube, 2 Jahren. Das heißt, die ist auch relativ dreckig, weil die kommt tatsächlich auch bei uns aus dem Flur. Ne? Die haben wir von meinem Papa und seiner Frau mal geschenkt bekommen. Sowas finde ich richtig schön. Nee, die ist noch älter. Ich glaube, die haben wir vor 5 Jahren gekriegt. Da haben wir nämlich gerade dieses Haus gekauft. Deshalb, da war Sammy auch ganz frisch bei uns. Und dann haben wir die Fußmatte bekommen. Ja, ups.
liegt es auf dem Rumtopf, egal. Ja, das war total schön und dann hat man da halt unsere Namen draufstehen und jeder, der halt kommt, weiß genau, wo er halt hineintritt, also in welche Menschen er tritt, nein, in wessen Zuhause er halt so kommt und das finde ich einfach schön. Mein Freund hatte mir gesagt, naja, über so eine Fußmatte, ich weiß nicht, ob jedermann sich da so hart drüber freut, aber über sowas Personalisiertes halt eben zum Hauskauf, zum Einzug oder so, ne, wenn das halt gerade frisch in diesem Jahr passiert ist, finde ich das total schön. Ja, das, also mein Herz hat es auf jeden Fall erwärmt. Was wir schon mal verschenkt haben, sind personalisierte Gläser. Ich glaube, wir haben damals Weizengläser verschenkt. Genau, das war ein großes Weizenglas. Da haben wir Kinder uns zusammengetan, also quasi mein Freund, seine Schwester, mein Schwager und ich und haben dann quasi ein graviertes Weizenglas an unseren Vater, also quasi mein Stief, nein, mein Schwiegerpapa in Spee. So. Oh mein Gott, manchmal kommt man so ein bisschen ins Rotieren. Da hat er sich drüber gefreut und er hat es bis heute. Ich glaube, wir haben ihm das vor ungefähr 10 Jahren geschenkt, also schon ziemlich cool, ne? Ja, und da gibt es ja, man kann sich ja züchtigen und loslassen. Sowohl auf Amazon gibt es mittlerweile die Möglichkeit, sowas machen zu lassen und dann ist es manchmal sogar noch ein bisschen schneller da, als auch spezielle Homepages, ne? Klar. Ja, dann kommen wir zu dem nächsten, zu der nächsten Kategorie und das sind Küchengeräte. Auch da habe ich super viele Ideen bekommen, was ich total grandios fand. Da wurde mir zum Beispiel ein Cake-Pop-Maker genannt, den man sich gewünscht hat. Das fand ich cool. Also Cake-Pops sind ja so kleine Kügelchen, ne? Die quasi so kleine Küchlein sind, mehr oder weniger. Und du kannst sie dann so mit Schokolade ummanteln und machst sie dann an so einen Stiel dran und machst dann da außen drum zu halt so, ach, schöne, hübsche Zuckerperlen und sowas, mega cool. Fand ich sehr, sehr geil, die Idee. Natürlich kann man sich auch ein Waffeleisen oder sonst irgendwas wünschen, ne? Was ich euch natürlich zeigen möchte, ist der Rumtopf. Der natürlich jetzt prall gefüllt ist, den habe ich nämlich auch schon mal von meiner Mama geschenkt gekriegt. Ich weiß nicht, ob es den jetzt noch für unter 50 Euro gibt. Sie sagte, nein, das ist knapp an der Grenze gewesen. Meiner schaut nämlich so aus. Der ist natürlich prall gefüllt, beziehungsweise sehr, sehr gut gefüllt, ne? Und ja, das ist halt dieser wunderschöne Topf, wo man dann seinen Rumtopf übers Jahr ansetzt. Und der steht auch bei uns sehr schön in der Vitrine halt drin, im Wohnzimmer. Und ja, finde ich klasse. Was ich meinem Freund schon mal geschenkt habe, ist ein Dutch-Ofen. Das hatte ich auch schon mal in einem anderen Video erwähnt. Also, dass ich, als Geschenkidee, die gibt es in verschiedenen Größen und sowas ist etwas... Da fahren Männer drauf an, ab, ich sag euch das. Also Männer, die halt Bock haben, so zu grillen und diese Outdoor-Küchengeschichte zu machen, werden einen Dutch-Ofen auch echt feiern. Das ist so ein Steinguttopf, den man auf einen Holzkohlegrill stellt. Also wir haben wirklich einen riesengroßen, selbstgebauten von meinem Schwiegerpapa in Spee Ding. Unten drunter müssen glühende Kohlen sein. Dann stellt man den halt drauf. Oben drauf kommen dann ein paar Kohlen. Und in diesen Dutch-Ofen kann man reinmachen, was man möchte. Da hat man auch meistens noch Rezeptbücher mit dabei. Schichtfleisch essen wir super gerne. Gulasch kannst du da drin super geil machen. Du kannst da drin Brot backen, Eintöpfe machen. Mega lecker. Meistens ist es dann echt stundenlang halt ganz normal dann auf dem Grill, ne? Und du musst immer wieder gucken, wie die Temperatur ist und so weiter. Aber am Ende kriegst du ein so leckeres Essen und du musst dich halt nicht so hart drum kümmern, wie wenn du jetzt zum Beispiel eine große Gesellschaft eingeladen hast zum Geburtstag oder so und dann alle irgendwie begrillen musst. So hast du dann einfach über den Tag, wo dein Dutch-Ofen halt macht und tut und ja, irgendwann... ist es halt fertig, ne? Und oh, wir genießen das mega. Und wenn wir dann halt die Möglichkeit haben, hier unsere Geburtstage zu feiern wieder, dann machen wir sowas halt auch super, super gerne, weil es auch so lecker ist, wirklich. Das nächste ist dann, ja, wo wir schon mal dabei sind, ne? Grillzubehör, ganz klassisch, Grillbesteck, da gibt es Grillkoffer, Grillplatten. Mein Freund hat mir genannt Rotisserie. So, das ist wohl so eine Stange, die man in einen Gasgrill reinhängen kann. Die meisten Gasgrills haben wohl dafür eine Vorrichtung und da kannst du dann zum Beispiel Hähnchen drin machen, also quasi, ne? Und das, entweder muss man das selber drehen oder das dreht sich von alleine. Manche haben so einen Rotor dran, dass es sich von alleine dreht, ne? Kannst du Brathähnchen machen, auch mega geile Idee. Dann hatte mein Stiefpapa gesagt, so Platten, ne? Die du entweder auf den Grill selber drauflegst, wenn du so ganz spezielle Gerichte damit zubereiten möchtest, oder halt Servierplatten, ne? Die du dann nimmst, um dann das Grillgut zu nehmen und halt zu servieren. Ha,
spektakulär. Okay, meine Mama hat gesagt, dekoratives Kleingeschirr, also so Schalen, Keksdosen. Da habe ich exemplarisch natürlich auch eine wunderschöne Keksdose, die habe ich mal gekauft. Oh je, Teegschwender oder sowas, ich weiß es nicht. Da hatte mein Kollege mir nämlich mal so eine Idee gegeben. Kann ich euch auch mal verlinken. Ich habe jetzt hier einfach nur so ein, ne, da hast du einfach Marienkäfer drauf. Finde ich ganz niedlich gemacht, definitiv. Und natürlich wäre es total cool, wenn man da auch selbst gebackene Kekse reinmachen würde. Wir haben dies ja noch keine Kekse gebacken, deswegen sind hier keine drin. Und die, die wir geschenkt bekommen, die sind schon auf meinen Hüften. Ich lieb's. Okay, so, dann kommen wir zu dem nächsten Punkt und das ist Food. Also Food, meiner Meinung nach, geht immer, ne? Wir haben hier einfach auf dem Land auch die Möglichkeit, in Hofläden reinzugehen. Das ist super schön, sich da entweder einen Präsentkorb zu kaufen oder einen Präsentkorb selber zusammenzustellen, indem man da halt verschiedene Eintöpfe reinpackt oder so. Aber ähnlich kann man das natürlich auch machen, wenn man einfach mit offenen Augen durch den Supermarkt geht. Und da habe ich zum Beispiel jetzt einfach mal aus unserer Vorratskammer sowas zusammengestellt und huch, das ist natürlich auch was unter 50 Euro kostet. Ob man da jetzt irgendwie so ein Gestell außenrum zunimmt oder ob man das irgendwie aus einem Karton und Geschenkpapier bastelt, ist einem ja selber überlassen. Hauptsache das Ding hält, ne? Ich habe hier einfach, das hatte ich jetzt selber in einem Adventskalender drin, hier Schokolade, die man sich so heiße Schokolade selber machen kann. Dann hier habe ich noch Gewürze drin, auch sowas kannst du alles einzeln verschenken, ne? Von Just Spices gibt es zum Beispiel so mega coole Selbstherstellsets, Kits irgendwie. Haben wir heute noch eine Bestellung für abgegeben, für Dips, glaube ich, war das, für 34,99. Und das ist zum Beispiel das Lieblingsgewürz von meinem Freund, das ist das Bratkartoffelgewürz, findet der richtig geil. Ja, dann haben wir natürlich hier auch Ankerkraut drin. Das hatte ich letztens auch in einem Adventskalender drin. Das Steaksalz Nummer 1 findet mein Freund auch richtig lecker. Er hat es nur noch nicht auf Steak gegessen, aber er hat schon mal gerochen. Dann hier, Keksteig zum Löffeln. Ich meine, wie geil ist das denn? Also für mich eins der allergeilsten Produkte überhaupt. Natürlich super kalorienhaltig und so, ne? Was auch immer ganz gut kommt, ist A, Honig und B, Produkte von Glück einfach in so einem kleinen Körbchen drin. Das finde ich auch immer schön. Das haben wir letztens erst vom Nikolaus bekommen, beziehungsweise von meinem Schwiegerpapa in Spee im Nikolauskörbchen, was er uns gemacht hatte. Dann habe ich hier noch Pucca einfach, ne? Finde ich einfach hübsch von der Verpackung. Wir haben mit sich Teesorten, die kannst du mit reinpacken. Ich hätte hier zum Beispiel aber auch von Waterdrop die Micro-Tees mit reinmachen können. Die haben auch immer richtig schöne Verpackungen, mag ich gerne leiden. Das hier hatte ich letztens erst in einer Foodbox mit drin oder so. The Taste of Winter, da hast du, wie komisch kann man seine Hand verdrehen, Claudinchen? Ja, da kann man sich sowas dann auch selber mixen. Das finde ich einfach klasse. Und wenn du halt so ein Set hast, zack, kann man schön verschenken. Also meine Großeltern, gut, da müsste ich den Inhalt zum Beispiel ein bisschen variieren, ne? Aber die würden sich darüber freuen. Das Bratkartoffelgewürz würden die genauso feiern wie mein Freund und läuft, ne? Von daher, ja, doch. Also das wäre auf jeden Fall so meine Idee zu Food. Und da hätte ich jetzt auch theoretisch schon alle Punkte direkt mit abgearbeitet, weil es alles im Korb drin ist, ne? Und ob man das halt eben einzeln verschenkt und, ne? Oder und schön drapiert oder halt in einem Körbchen. Guckt euch aus, ne? Das kommt auch immer aufs Budget an. Dann bin ich jetzt beim Thema Dekoration. Da hat mein Stiefpapa Hutschenreuterglocken und Kugeln genannt. Die sammeln das nämlich tatsächlich und schenken sich das jedes Jahr zu Weihnachten. Ich kannte vorher dieses Hutschenreutergedönsen und dieses Sammelgedönsen gar nicht so sehr, bis ich ihn halt kennengelernt habe vor x Jahren, 10 Jahren oder so. Wie lange ist der denn schon mit meiner Mama zusammen? Ewig. Und genau, das ist natürlich cool. Man kann sowas aber auch ganz klassisch, ganz normale Weihnachtskugeln einfach verschenken oder so, ne? Wenn zum Beispiel ein junges Pärchen da ist oder junge Leute, die halt jetzt noch nicht unbedingt super viel sich schon gekauft haben, dann schaut man, was haben die so für einen Einrichtungsstil oder vielleicht wünschen die sich ja das so konkret und schenken dann einfach so ein Paket. Gibt es bei Ikea zum Beispiel mit so 4 Glöckchen drin oder so oder 6 Glöckchen. Mein Freund steht da total drauf, ne? Mega cool, nehmen wir auch gerne als Semi-Abwehr beim Tannebaum, dass wir das unten immer so aufhängen. Dass wenn er mit seinem Schwanz dran rumwedelt, dass es dann klimpert und er dann einfach aufhört, da rumzuwedeln. Aber gut, joa. Ansonsten ganz klassisch Kerzen und Zubehör dazu, ne? Also ja, wenn du so ein Windlicht da drum machst oder einen Kerzenständer oder sowas, hatte ich hier nicht da. Genau, oder Kerzenanmachgedöns habe ich mir aufgeschrieben tatsächlich. Das hier habe ich mal, wo habe ich das gekauft? Keine Ahnung, GFH. Keine Ahnung, was das für eine Marke ist. Ich liebe solche Feuerzeuge, weil das ist so leicht bunsenbrennermäßig. Sieht man so gar nicht, ne?
aber das eskaliert halt volle Elle und ist halt so eine durchgängige Flamme, liebe ich, also das ist echt klasse. Dann generell Kerzen, die hatte ich jetzt selber gerade erst im Adventskalender drin gestern. Snowflake Cookie sind das von Yankee Candle, einfach so Kerzen. Die finde ich auch richtig schön, ne? Also so kleine Teelichter, die riechen halt auch so schön weihnachtlich. Oh ja, und wenn wir schon mal wirklich bei, bei Kerzen und so weiter sind, dann gehen wir natürlich auch zu den Melts, ne? Da habe ich hier so einen Melt-Warmer mir mal gekauft. Der kommt von Amazon, der ist jetzt auch an. Muss ich jetzt vorsichtig sein? Ja, nö, läuft nicht aus. Finde ich total klasse. Du hast hier drin einfach eine Lampe. Die gibt es aber auch einfach so, dass du ein Teelicht reinstellen kannst, ne? Und hier oben, das ist jetzt natürlich ein bisschen flüssig, macht man das Melt rein. Da habe ich jetzt aktuell auch eins drin von der lieben Miss Curly Jen, beziehungsweise Miss Curly Wax. Die hat ja auch einen eigenen Online-Shop und ich hatte natürlich nichts Besseres zu tun, als da eine riesengroße Bestellung aufzugeben. Da zeige ich euch mal exemplarisch etwas. Candy Cane habe ich mir hier bestellt und die sind halt wirklich in so einem weihnachtlichen Design. Wie gesagt, Infobox, schaut gerne mal vorbei, unterstützt gerne Jennys kleines Start-up und das sind einfach tolle Melts. Da nimmt man nämlich ein so ein Vieh, legt das oben da rein und dann schmilzt das halt einfach durch die Wärme von dieser Lampe oder wenn du halt ein Teelicht darunter hast und versprüht so einen wunderschönen Duft im Raum. Und wir haben bei uns das alles sehr, sehr offen gestaltet. Also wir lassen die Türen tatsächlich oft offen. Hm. Ja, wir haben Säcke vor Türen. Und darauf freue ich mich schon sehr. Ja, das ist so ein toller, schöner, angenehmer Weihnachtsduft. Genau. Ja, so viel dazu. Sage ich, glaube ich, relativ häufig. Ne? Jetzt komme ich zum Punkt Heimtextilien. Und Sammy haut mir seine kalte Nase gegen die Hand. Du Fummel, du. Mein Freund und ich haben uns zum Beispiel dieses Jahr von meiner Mama und ihrem Mann Bettwäsche gewünscht. Denn wir haben einen Satz warme Winterbettwäsche und sonst nicht. Und da habe ich gesagt, Mensch, das wäre eigentlich ganz cool. Und dann haben wir uns halt was rausgesucht. Da ist es natürlich so eine Sache, sollte man nicht blind schenken. Da sollte man schon so ein bisschen nach dem Geschmack fragen von der Person, die es sich halt so wünscht. Und natürlich auch die Größe von der Bettwäsche ist da auch ziemlich wichtig, ne? Und ja. Genau, da haben wir uns dann auch schon was gewünscht und da freue ich mich drauf, dass wir das dann bekommen werden. Und was ich hier natürlich auch drauf stehen habe, sind diese Klassiker Kuscheldecke, entweder mit Ärmeln drin oder ohne. Da gibt es so, so geile und ich habe euch jetzt exemplarisch mal eine geholt. Die habe ich, glaube ich, letztes Jahr zu Weihnachten von Dalton bekommen. Die ist so schön flauschig und so angenehm, also die mag ich unfassbar gerne. Passt auch super zu unserer Inneneinrichtung, hat so einen leichten Glanz mit dabei. Kann man jetzt so natürlich nicht kaufen, da ist auch ein großes Dalton-Logo drauf. Kommt aber von der Marke, was ist das? Götze Münsterland Qualität steht hier drauf. Und die sitzen in Steinfurt. Weiß ich nicht, ob es Götze Frotte-Weberei, ob die einen Online-Shop haben oder so. Weiß ich nicht, aber ich finde die auf jeden Fall klasse. Und sowas Flauschiges kann man auf jeden Fall echt schön zu Weihnachten verschenken. Ja, natürlich wie bei allen Geschenken. Es wäre immer cool, wenn die oder der Beschenkte sich das auch explizit wünscht, ne? Ja, gut. Dann gehen wir jetzt mal zum zu den Büchern weiter. Wie gesagt, langes Video, eskalativ hier. Da kommen wir natürlich an Danny Pelletier nicht vorbei, ne? Kochbücher. Kochbücher gehen wirklich immer gut. Und wenn das halt so weihnachtliche Kochbücher wie in dem Fall ja ein Backbuch ist, ist es natürlich total klasse. Danny ist einfach ein wundervoller Mann, genauso auch Maxim, also ganz, ganz cool. Und den werdet ihr hier gleich noch ein paar Mal öfter sehen, der läuft uns noch ein paar Mal mehr über Füße. Und hier haben die halt ein Backbuch rausgebracht, was sehr simpel gestaltet ist, was man schön und einfach nachkochen kann. Und das finde ich einfach schön. Und da kommt es immer drauf an, wen möchte man beschenken. Und dahingehend wählt man natürlich auch das Back- oder Kochbuch entsprechend aus. Das ist jetzt relativ neu rausgekommen. Wollte ich euch gerne zeigen. Und ich finde es ganz cool, dass die jetzt auch halt ein Backbuch rausgebracht haben. Ne? Finde ich einfach klasse. Dann haben wir natürlich noch die Rubrik Romane. Das ist ein Buch, man sieht es kaum. Das haben mein Freund und ich damals super häufig gelesen. Das hat mein Freund damals geschenkt gekriegt von Walter Mörs. Das ist ja der, weiß nicht, Erfinder von Captain Blaubeer quasi. Und da gibt es auch ein dickes, fettes Buch zu und da gibt es auch eine komplette Reihe zu, die wir komplett auch hier haben. Die 13,5 Leben des Captain Blaubeer ist so schön geschrieben. Du hast ja auch so ein paar Illustrationen mit drin und das ist ein dicker Wälzer, den man aber so schön lesen kann. Also das ist eher so für Jugendliche und Erwachsene. Also ich würde es nicht als Kinderbuch bezeichnen. Ich finde es klasse. Ich finde es richtig, richtig gut. Schöne Empfehlung. Ein weiterer Roman, der mehr so in den Bereich Fantasy geht, ist von Danny Pelletier, Midgard. Hier haben wir Ashes of Yggdrasil, das ist ja der quasi erste Teil. Es gibt jetzt ja auch mittlerweile eine
ja, einen weiteren Teil, der aber nicht unbedingt, dafür musst du dieses Buch nicht gelesen haben. Ne? Der ist aktuell noch in Lesung bei mir und auch da, das ist, ich glaube, sogar sein absolutes Herzensprojekt damals gewesen und auch das kriegst du im Pelletier Verlag zu einem fairen Preis und hier hast du halt einen dicken Wälzer. Es gibt dort aber auch tatsächlich etwas dünnere Bücher, ne? Die hast du innerhalb von einem Tag oder so durchgelesen, kürzer. Ne? Da ist ja diese Thriller-Reihe, Fantasy-Thriller nenne ich es einfach mal, mit Sarah, Leon, Luca, Max, ne, auch richtig, richtig geil geschrieben. Ich lieb's und möchte ich euch auch dann als Genre einfach mal ans Herz legen. Mein persönliches Lieblingsgenre ist das tatsächlich, weil es ist so Thriller, Horror, mag ich einfach gerne. Genau. Dann gibt es natürlich auch noch Bücher, die so ein bisschen an die Interessen des Beschenkten angelehnt ist. Ich sag mal so, wenn du die Person nicht so hundertprozentig kennst. Ne? Da kann man zum Beispiel hier, wenn das ein Mensch ist, der gerne Whisky mag, ein Whisky-Lexikon schenken. Wenn das jemand ist, der gerne Pflanzen mag, ein Pflanzenlexikon, habe ich tatsächlich auch noch bei mir im Schrank stehen, ist aber ein bisschen zu groß für diesen Tisch gewesen. Und das ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Da kann, also mein Freund hat damals super gerne sich mit Whisky beschäftigt. Wir waren auf verschiedenen Tastes und so weiter, Tastings. Und genau, ja. Mega geil, gefällt ihm sehr, aber mittlerweile trinkt er keinen Alkohol mehr. Egal. Dann habe ich noch ein paar Bücher, die mir damals tatsächlich von, ja, wie soll ich das sagen, von meinem Chef damals empfohlen worden sind und auch von, ich habe so Seminare besucht, als ich Richtung Führungsposition mal gegangen bin, weil ich eine ganz, ganz kurze Zeit lang, ne, sollte ich halt stellvertretende Niederlassungsleiterin werden und so weiter und da wurde ein bisschen drauf hingearbeitet. Joa, und da wurden mir halt folgende Bücher empfohlen, halt so von Trainern, ne? Der Minutenmanager und der Klammeraffe, das sind so Bücher, die ich euch jetzt zeige, die man, ja, einfach erwachsenen Leuten schenken kann. Vielleicht auch so ein Stück weit jemandem, einem Kollegen oder einer Kollegin oder sowas, ne? Wirklich. Sehr, sehr interessantes Buch, muss ich sagen. Da geht es halt auch so ein bisschen um Zeitersparnis und, ja, das ist sehr, sehr interessant. Wirklich interessant. Schaut euch das an. 7,99 € kostet. Das ist super günstig, ne? Dann habe ich auch eins, das ist so ein Motivationsbuch, aber auch in Richtung Beruf. Gung Ho. Also ein klasse Buch. Ein Eingeborener oder sowas hat dann quasi so seine Lebensweisheiten an jemanden weitergegeben, der gerade so in der Klemme steckt und so. Also wirklich interessant. Schaut euch da auf jeden Fall die Rezension und so mal zu an. Das würde jetzt wirklich das Buch den Rahmen hier sprengen, wenn ich euch die Inhalte so nach nochmal erzähle. Würde. Und ein richtig geiles Buch, was ich mal eben so auf dem Flug gelesen hatte, von München zu uns hier oben zum FMO, ist die Mäusestrategie für Manager, also ein Stundenflug war das, easy peasy, super schnell durchgelesen, mega cooles Buch und ja, da geht es auch so um Veränderungen erfolgreich begegnen, das ist sehr, sehr witzig und sehr wichtig vom Inhalt her. Das nächste Buch soll ein bisschen so diese Tagebuch- oder Kreativitäts-Reinschreibbuch-Mentalität verkörpern. Ich persönlich habe es damals genutzt, um da Gedichte reinzuschreiben oder auch so eigene Songs oder so, was ich damals halt so geschrieben habe in meiner Jugend. 2005, Leute, das ist schon richtig lange her. Das war halt quasi so kurz bevor und drumherum, als ich meinen Freund auch kennengelernt habe, denn seit 2005 sind wir zusammen und ja. Sehr schöne Geschichte. Sowas geht meiner Meinung nach auch immer. Und ja, da tritt sie keinem mit auf die Füße, ne? Das hier ist auch so eine schöne Geschichte, die man halt irgendwo als Paar gestalten kann, beziehungsweise das hier ist eher so etwas, was ein Mann seiner Freundin oder, ne, also was ein Partner dem anderen Partner so schenkt. Ich persönlich hätte es mal richtig geil gefunden, wenn mein Freund sowas auch selber gemacht hätte. Weil meistens sind es tatsächlich die Frauen eher, die solche Bücher gestalten, ne? Ja. Das heißt, darum liebe ich dich. Und das habe ich ihm damals geschenkt zum, ich weiß es nicht. Da waren wir so, so jung. Und da habe ich Bilder reingeklebt. Da habe ich so schöne Sachen reingeschrieben. Und das ist so cool, das einfach so nach 10 Jahren nochmal rausholen zu können, das durchzublättern und sich daran so ein Stück weit zu erfreuen. Für mich persönlich und für ihn auch. Also ich finde das klasse und kann das halt voll empfehlen. Das kommt aus dem Kunstmann Verlag. Und ein weiteres Buch, was wir halt gemeinsam gestalten können oder gestaltet haben, also wir haben es nicht ganz gestaltet, ist von Gros, Du und Ich, ein Erinnerungsbuch für uns zwei und das gestaltet man halt zusammen als Paar. Ne? Also da schreibt nicht nur einer was rein, sondern beide und das finde ich auch ganz cool. Genau. Ja.
Ja, so viel zu Büchern. Da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, wenn du ein Kind beschenkst, ne? Kinderbücher. Ich habe zum Beispiel für das Patenkind von meinem Freund einen Adventskalender gestaltet, wo ich auch ganz viele so kleine Pixie-Bücher und sowas reingemacht habe. Neben ein paar Matchbox-Autos und so. Aber auch das kommt immer sehr gut. So Märchenbücher sind auch immer schön. Ich habe damals immer super viele Märchenbücher gelesen. Habe ich verschlungen, ich habe es geliebt. Ja, dann gehen wir zu dem nächsten über, und zwar zu Bürobedarf. Das hatte meine Mama genannt, die ist Lehrerin, ne? Macht durchaus Sinn. Da kannst du zum Beispiel einen Faulenzer nehmen, einen schönen Faulenzer. Wenn das jemand ist, der halt auch wirklich wie ein Lehrer zum Beispiel immer seine Stifte dabei haben muss. Oder halt, wenn jemand zum Beispiel seinen eigenen Kugelschreiber haben möchte. Da steht halt mein kompletter Name drauf, aber ne, das ist halt mein personalisierter Kugelschreiber, der mir mal geschenkt worden ist und wo man halt die Mine immer wieder austauschen kann. Der kommt von Keroti 1881, keine Ahnung. Ich glaube, den habe ich auch von meinem Schwiegerpapa in Spee mal Geschenk gekriegt. Finde ich richtig cool. Ich glaube, den habe ich sogar zum Anfang meiner Ausbildung bekommen oder zum Ende meiner Ausbildung. Also ich glaube, 2012 habe ich den gekriegt. Ne? Voll krass. So lange habe ich den schon. Dann ist natürlich auch so eine Büro-Deko ganz cool, wenn du diese ganz klassischen Perlen hast, wo du dann einen anstupst und dann macht es immer Dips, Dips, Dips. Finde ich auch total großartig. Auch eine schöne Bürodeko ist tatsächlich so eine Tageslichtlampe, die ist jetzt ein bisschen teurer gewesen, hat glaube ich 80 Euro gekostet. Also da sind wir leider nicht unter 50 Euro. Sammy liebt die zum Beispiel. Also das ist echt so ein Ding, was Tiere lieben. Ne? Also ich habe die einmal hier im Hintergrund stehen, tatsächlich für Sammy. Und einmal steht hier auch bei mir am Schneidetisch, die ich mir öfters mal anmache, weil das stimmungsaufhellend wirkt. Und sowas kann man auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Gerade im Homeoffice und wenn alles trist ist und keine Ahnung, düstere Jahreszeit. Du hast keine Kollegen und Kolleginnen und Kollegen, die dich irgendwie so aus deinem Loch rausziehen, weil sie nicht da sind und deine miese Laune im Gesicht sehen. Da macht Tageslichtlampe auch mal ganz viel Sinn. Oder halt irgendwelche, keine Ahnung, witzigen Sachen, schöne Sachen, schönes Bild oder so, ne? Da sind wir wieder bei Fotogeschenken. Genau, so. Ja, dann habe ich jetzt das Thema Kalender. Ganz klassisch, ne? Hast du so einen Tischkalender, sowas finde ich fürs Büro halt auch super schön. Einen Wandkalender, so einen Familienkalender wünsche ich mir auch immer wieder jedes Jahr aufs Neue oder kaufe mir dann selber, wenn ich vergessen habe, ihn mir zu wünschen. Dann finde ich auch total geil diese Sprüchekalender. Das ist jetzt Freude am Leben, jeden Tag 2021 heißt, ich habe für dieses Jahr leider noch keinen. Da muss ich nochmal zusehen. Ich liebe sowas. Da hast du halt wirklich hier so ein Leben in Fülle, lebt nicht vom Überfluss, sondern von der Vielfalt. Ne? Da hast du so Motive und Sprüche mit drauf. Das ist halt voll mein Ding. Ne? Liebe ich über alles bei Kalendern tatsächlich. Na, bis auf diese wirklich brauchbaren Familienkalender. Dann natürlich auch große Wandkalender, ne? Aber da sind wir dann auch wieder bei Fotogeschenken zum Beispiel. Dann gibt es auch halt so schöne Motivkalender, die man sich halt so wirklich über eine komplette Wand machen kann, wenn da so schöne Bilder von, keine Ahnung, Motivkalender halt sind, ne? Finde ich auch total klasse. Ja, genau. Das wäre es dann zu der ersten Seite. Und dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Und das sind Hobbyprodukte. Hobbyprodukte ist so eine Sache, dafür sollte man die Person schon kennen. Und die Person sollte irgendwie auch die Produkte gerade haben wollen. Heißt, wenn ich meinem Freund jetzt irgendwie random irgendwelches Werkzeug schenken würde, wäre das ein bisschen schwierig. Das heißt, da lasse ich mir von ihm halt wirklich dann immer zur Adventszeit hin so eine Liste schicken, sodass ich die dann auch weiterschicken kann an meine Familie, falls ne, die dem was schenken wollen, weil das ist so das Go-To bei ihm, Werkzeug halt. Was man halt auch gut nehmen kann, ist bei meinem Freund zum Beispiel Lego, aber da muss ich ihn auch immer explizit fragen und da würde ich safe nichts unter 50 Euro finden, was er sich wünschen würde. Das heißt wirklich alles immer sehr speziell. Aber wenn man so an Kinder denkt, da gibt es echt schöne kleine Sets, auch von Lego zum Beispiel oder von Playmobil gibt es auch schöne Sachen. Da sollte man dann halt im Vorfeld mit den Eltern einfach mal kommunizieren, damit man weiß, was hat das Kind überhaupt schon da. Und manchmal oder meistens ist es ja auch so, dass die Eltern sich auch darauf vorbereiten, dass man nicht fünf Sachen gleichzeitig oder fünf gleiche Sachen geschenkt bekommt zu Weihnachten von der Familie, sondern dass sie da auch schon so eine Art Wunschliste sich erstellt haben. Da gibt es eine Möglichkeit auf Amazon zum Beispiel. Ja, das kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken. Das hat mein Freund zum Beispiel gemacht, dass er sich über Amazon so eine Wunschliste erstellt hatte und die dann auch so ein bisschen rumgeschickt hatte. Und sowas finde ich immer ziemlich praktisch. Ne? Dann weißt du halt auch immer direkt, wenn es aus der Wunschliste weg ist, dann hat jemand anders das dann ja auch quasi schon bestellt. Also dann wird er das auch geschenkt bekommen und da bekommt man nichts doppelt. Finde ich persönlich sehr praktisch. Oh, draußen ist Tatütata.
Irgendwas ist passiert. Okay. Dann gibt es natürlich auch noch die Leute, die super malaffin sind, also dass man da zum Beispiel so Malbedarf schenken könnte. Oder ich habe, bevor ich YouTube gemacht habe, Mal nach Zahlen geliebt. Da gibt es so Erwachsenen-Mal nach Zahlen. Finde ich so schön, was halt auch voll im Trend ist, ist Diamond Painting und so, ne? Also entweder jemand, wo man weiß, der ist halt sehr affin, was diese ganze künstlerische Geschichte angeht, etwas Neues schenken, was die Person vielleicht noch gar nicht kennt. Oder falls die Person halt explizit schon mehrere erwachsene Malnachzahlen gemacht hat oder so, oder Malnachzahlen für Kinder gibt es ja auch, dass man da einfach nochmal was schenkt. Ich habe damals als Kind super häufig dieses Malnachzahlen-Geschenk gekriegt und ich habe es geliebt, ne? War super klasse. Mein Freund hat gesagt, ein Bierbrauset. Denn sowas hat er tatsächlich seinem Schwager auch schon mal geschenkt. Ja, da kommt es halt drauf an, wenn das jemand ist, der auch Bock hat, so selber Sachen herzustellen und so, ne, dann hat man da Bock drauf und dann kann man dieses Kram einfach so zusammen machen. Er hat auch irgendwas mit Gin gefunden, als er eben mir so ein paar Ideen nochmal genannt hatte. Mega interessant. Dann hat er gesagt, also er ist mein Freund, Fan-Merch. Fan-Merch, da geht es so um den jeweiligen Fußballverein, um die jeweilige Lieblingsband zum Beispiel. Da kannst du Schals, T-Shirts, mein Freund hat zum Beispiel einen HSV-Lego-Bus mal geschenkt gekriegt. Mega geil, von seiner Schwester, habe ich voll gefeiert. Fan-Merch ist natürlich auch, wenn man sich so Tassen dann einfach mal von seinen Lieblings-YouTubern holt, wenn es sowas gibt. Ne? Man kann natürlich auch solche Tassen selber bedrucken lassen, wenn man möchte. Ich finde die so geil. Ich finde das, also, ne, richtig cool. Wird auf jeden Fall verwendet. Übrigens ist das auch eine perfekte Tassengröße, nur mal so am Rande. Ja, auch das Pelletier Verlag, wisst ihr Bescheid. Danny hat überhaupt keine Ahnung, dass ich dieses Video drehe. Jenny auch nicht, aber, ne, ich erwähne die Leute einfach, weil sie mir am Herzen liegen und weil sie einfach auch hier mit reinpassen. So, dann kommen wir zu der nächsten Kategorie und das ist Haus- bzw. Lieblingstierprodukte. Wir haben einen Mr. Wow und wir freuen uns darüber, dass wenn wir die Möglichkeit haben, uns etwas zu wünschen, was für ihn so sinnvoll ist, zum Beispiel ein neues Geschirr oder jetzt hier so eine Schlafmatte, ne, da liegt er ja auf so einem Puffel, oder irgendwelche Hundedecken oder keine Ahnung, Leckerlis zum Beispiel, da habe ich hier auch welche, die waren letztens in der Tuff-Cookie-Box drin, in der Tuff-Cookie-Box tatsächlich. Und ja, meine Eltern machen das super gerne, dass wenn die halt meinem Freund und mir was schenken, dass sie dann so eine Kleinigkeit für Sammy auch noch mit dabei packen. Und sowas finde ich zum Beispiel ganz, ganz cool, ganz liebevoll tatsächlich. So große Geschenke wie zum Beispiel so ein Liegepuff oder wie eine Kühlmatte oder was auch immer, so ein Geschirr und so, das sollte man tatsächlich aber nur dann machen, also schenken, wenn sich die Person das halt auch wirklich explizit für seinen oder ihren Hund gewünscht hat, sodass man sich da auch vielleicht austauschen kann, wie der jeweilige Geschmack ist, ne? Lieblingstierprodukte an sich sind natürlich halt auch, du bist ein Pferdefan, du kriegst einen Pferdekalender, ne? Du magst Hamster, du kriegst ein Kissen, wo ein Hamster drauf abgedruckt ist. Du stehst auf Seehunde, ich schenke dir ein Kuscheltier als Seehund. Hatte ich immer. Ich habe Seehunde geliebt. Ich habe als Kind so viele Sachen auch mit Seehunden mir von meinem Taschengeld damals gekauft, wenn wir an der Nordsee waren, oder auch Geschenke gekriegt. Liebe ich. Also das passt auf jeden Fall ziemlich gut. Und ja, ne, also das sind dann halt so diese Klassiker, die man dann zum Lieblingstier oder zum Haustier halt so nehmen kann. Und ja, wir haben ja, haben wir auch tatsächlich für Sammys Fressbereich, ne, da wo seine Näpfe draufstehen, das seht ihr öfters mal in meiner Insta-Story, folgt mir da sehr gerne. Eduard P, Claudia rückwärts und ein P dahinter ist mein fancy-bancy Instagram-Name. Da ist auch so eine Matte, ohne Hundehaare ist man gar nicht richtig eingerichtet oder so, oder? Hat meine Mama uns mal geschenkt. So eine geile Matte, so wie die Fußmatte, die mein Papa mir geschenkt hat, nur halt mit so einem mega witzigen Spruch, passt da halt auch richtig gut, ne? Genau, so, weiter geht die wilde Reise und zwar sind wir jetzt bei den Gesellschaftsspielen. Ja, auch das wurde tatsächlich relativ häufig genannt und ich habe mir auch dieses Jahr selber welche gewünscht. Also, ich habe mir in dem, ja, wir wichteln ja auch so ein bisschen, ne? Je nachdem bei welchem, also bei einer Gruppe von Familienmenschen wichteln wir untereinander, damit nicht jeder für jeden irgendwas kauft, sondern dass man halt wirklich etwas bekommt, was man sich wirklich wünscht. Da habe ich mir zum Beispiel Jenga gewünscht. Fand ich total cool. Halt dieser, damals kannte ich persönlich das als Turmbau zu Babel. Also den hatten wir auch damals zu Hause. Und ich fand das immer ziemlich witzig.
Mittlerweile sieht man an Unlikely, also bei Ellie und Co. halt, ne, dass man sowas auch super für Make-up nehmen kann, dass man da witzige Looks draus kreieren kann. Und ja, genau, also super geiles Spiel. Monopoly ist immer so ein Klassiker meiner Meinung nach. Wenn jemand kein Monopoly zu Hause hat, sollte jemand das geschenkt bekommen. Wir haben tatsächlich auch schon ein Monopoly-Spiel mal von meinem Papa geschenkt bekommen. Etwas, was ich total geil finde. Ich glaube, das hier habe ich auch letztes Jahr zu Weihnachten bekommen. Black Stories, 50 neue rabenschwarze Rätsel rund um tödliche Weihnachten, Christmas Edition 2 aus dem Moses Verlag. Da gibt es immer wieder neue Versionen. Das ist jetzt, glaube ich, vom letzten oder vorletzten Jahr. Black Stories ist halt ein Spiel, dass da eine Geschichte auf einer Karte vorgelesen wird oder ein Ereignis, wie auch immer. Zum Beispiel nennt sich, also man kann den Titel vorlesen oder es lassen, ne? Je nachdem, wie schwer man es spielen möchte. Und dann wird einfach gesagt, wenige Tage nach Weihnachten peitschten Schüsse durch eine Küche. Und dann muss man halt herausfinden, was ist passiert und so weiter, ne? Und das kann man dann mit Fragen herausfinden, die mit Ja oder Nein beantwortet werden müssen. Und hinten drauf steht dann die Beantwortung der ganzen Geschichte. Und sowas ist eine richtig coole Geschichte, wenn es darum geht, so ein bisschen die Kreativität in den Köpfen der Menschen zu fördern. Und ja, macht sehr viel Spaß. Ich finde das immer großartig. Ich spiele das auch sehr gerne. Das kann man halt ab 2 Spielern spielen, ne? Von 2 bis keine Ahnung wie viele Leuten. Ich habe es damals mal kennengelernt, als ich in einem Kolping-Urlaub war. Genau, und da war ich halt als Jugendliche, das heißt, da war ich dann auch in diesem jugendlichen Kreis. Da gibt es ja verschiedene Altersgruppen. Und dann wurde sowas halt abends gespielt und das war immer total cool. Ich habe es so geliebt. Was auch immer geht, ist halt so ein Weiberabend. Das gibt es halt auch als Kerlsabend oder als Familienabend oder sonst irgendwas. Da sind halt so Fragen drauf, die man sich gegenseitig beantworten kann, was auch so ein bisschen den Gesprächsstoff anreizt. Und da geht es dann irgendwie, hast du ein Beispiel für den Unterschied zwischen sparsam und geizig? Ne? Das kann man halt einfach so... Das regt den Gesprächsstoff an. Und sowas finde ich ganz cool. Ne? Ich meine, wir Mädels bei uns in der Clique, wir haben überhaupt keine Probleme, Themen zu finden. Auch 10 Themen gleichzeitig gefühlt. Aber ja, jeder so, wie er meint. Ne? Ein Spiel, was ich auch absolut liebe, ist Phase 10. Das habe ich damals kennengelernt, als ich so in meinem Abi-Stress war. Weiß ich noch, da war ich bei einer Freundin von mir. Oder nicht mal Abi-Stress. Das war vor... Nee, doch. War schon in der Abi-Zeit, ja. Und so 2007, 2008, so den Dreh. Nächtelang habe ich Phase 10 mit der lieben Denise gespielt. Leider haben wir keinen Kontakt mehr miteinander. Ist echt schade, wie das auseinandergegangen ist. Aber die hat mich damals an dieses Spiel rangeführt und wir haben das so hart gespielt. Mein Freund hat mir auch noch als Spiel Risiko mit auf den Weg gegeben. Das ist ein Spiel, was er damals in seiner Klassenfahrtzeit auch sehr oft gespielt hat mit seinen Mitschülern, als er in der Oberstufe war und das fand er auch ziemlich cool immer. Ist eher so ein Spiel, wo man so ein bisschen taktisch denken muss und so und auch ein Brettspiel und er findet das auch ziemlich gut und hat mir das empfohlen, dass ich das auch mit in diesem Video einfach erwähne. Genau. Ja, jetzt kommen wir natürlich zu meinem Lieblingsthema, ist klar, oder? Beauty. Leute, ich habe jetzt über eine halbe Stunde, 45 Minuten was anderes erzählt und endlich komme ich zu dem, wofür mein Herz brennt. Nein, für mein Herz brennen all diese Dinge. Beauty ist ja auch nur ein Part meines Lebens, ist klar, ne? Und da kommen wir jetzt natürlich auch zu der Verlosung, die ich in diesem Video machen kann. Und zwar hat Purish mir angeboten, dass ich in diesem Video eine Beautybox verlosen kann. Im Wert von ungefähr 125 Euro müsste das sein. Und die Produkte, die es in dieser Beautybox dann auch enthalten geben wird, trage ich auch gerade auf meinem Gesicht. Es ist eine Nabla-Box. Ich habe jetzt tatsächlich nur dieses Bild, was ich euch mal einblenden kann, wo ihr auch die Tasche seht. Die Produkte an sich habe ich auch hier, aber die Tasche halt nicht, ne? Genau, also das könnt ihr in diesem Video gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Ich persönlich würde mich freuen. Leute, hier gucken doch auch neue Leute zu, Claudinchen. Verhalte dich normal. Ich persönlich würde mich freuen, falls ihr bei mir mal auf Insta vorbeikommen würdet, vielleicht auch bei Purish mal vorbeikommen könntet. Dort ist es immer auch ziemlich cool, weil die da auch Neuheiten posten, weil dort die Menschen die Looks mit den Produkten geschminkt haben, auch Purish verlinken und dann sieht man halt die ganzen Looks von diesen Menschen und das ist so, so schön. Schaut gerne da einfach mal vorbei. Wäre cool. Und ich zeige euch mal, welche Produkte es so in diesem Set gibt.
Ne? Zuallererst ist es die absolut limitierte Vicious Mascara von Nabla. Es sind alles Nabla-Produkte. Übrigens kann man natürlich auch als Geschenkidee jedes einzelne dieser Produkte nehmen, was ich euch jetzt in die Kamera zeige. Problem bei diesem Produkt ist, das bekommst du nur in dieser Verlosung, in diesem limitierten Set. Und auch in dieser limitierten Mystery Box, die es im Dezember zu kaufen wird, wo dekorative Kosmetik enthalten ist und was eine Big Box ist. Da hast du nämlich safe die Nabla Vicious Mascara in Gold drin. Ansonsten bekommst du sie nämlich bei Purish im Shop nur in der schwarzen Variante. Und ich finde die goldene Variante noch schöner. Und ihr seht meine Wimpern. Ja, die geht steil, Leute. Ne? Also man könnte denken, ich hätte künstliche Wimpern, habe ich aber nicht. Ich trage immer wieder die absolut heftigste Mascara, die ich je in meinem Leben getestet habe, wo man sich immer ein bisschen rantasten muss, aber ne, weil die anfangs halt sehr, sehr viel Produkt abgibt, die rastet dir auf den Augen aus. Die ist richtig, richtig geil, kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Ich habe einen Code bei Purish, den habe ich immer, aber ich habe euch alle Codes und so, wie gesagt, nenne ich hier nicht, stehen in der Infobox, ne? Dann ist in dem Set enthalten, das trage ich jetzt aber gerade nicht auf meinem Gesicht, von Nabla die Glorious Lights Glitter Palette, wenn man den Look halt so ein bisschen aufpeppen möchte. Auch das ist eine Geschichte, die natürlich unter 50 Euro kostet, weil sonst würde sie gar nicht in diesem Video erscheinen. Ja, und das ist wunderkrass. Also damit kannst du jeden Silvester- oder Weihnachtslook einfach auf die Endstufe bringen. Ne? Das ist richtig krass. Ich würde empfehlen, sowas tatsächlich auch mit einem Glitter Glue aufzutragen. Ne? Und wenn du sowas verwendest, deinen Augenlook vor deinem Gesichtslook zu schminken, weil ansonsten hast du ein kleines Problemchen mit Glitzer. Was ich tatsächlich auch auf mein Gesicht trage, was ihr vielleicht gesehen habt, weil mein Gesicht heute etwas pompöser aussieht, ich trage gerade Freckles, also falsche Sommersprossen. Ich habe von Natur aus Sommersprossen und habe mich jetzt an diesem Freckle-Maker von Nabla ein bisschen mehr herangetraut, weil anfangs kam ich nicht so ganz mit dem klar, aber mittlerweile habe ich herausgefunden, dass ich erst meine Foundation auftragen sollte und dann halt diese Freckles drauf mache und dann abpudern. Das ist so geil, weil das dann einfach natürlicher aussieht. Es sieht immer noch so aus, als wären das halt nicht meine echten Sommersprossen, ist klar. Aber trotzdem macht es das Ganze natürlicher und ich finde es cool. Also mir gefällt es wirklich gut und ich fühle mich da wohl mit. Und mein Freund hat es noch gar nicht gemerkt, dass ich heute Fake Freckles drauf habe. Was ich auch drauf habe und was meine Wangen heute extrem hat erröten lassen, ist von Nabla Two Reasons der Soft Nude Blush. Hammer. Das ist Cream Color. Das ist sowohl Blush als auch ein eher geliges Produkt, was wie ein Wet Look Highlighter ist, ne? Also ich habe da drüber tatsächlich noch einen Puder-Highlighter aufgegeben, ich muss ja ehrlich sein, aber ja, mir ist nicht nur warm, es ist tatsächlich auch der Blush. Und eine Palette, die halt die ultimative Nude-Palette ist, was ich euch auch empfehlen kann als Geschenkidee, weil damit kannst du nichts falsch machen, ist die Nabla Side-by-Side-Palette. So eine schöne Palette, mit der man tolle Augenlooks kreieren kann. Ich habe es heute mal ein bisschen dunkler werden lassen. Da kannst du halt echt mit steil gehen. Und das sind schöne Produkte in einer schönen Qualität. Und die Side-by-Side-Palette ist halt eine schöne Nude-Palette. Und die Produkte, die ich euch jetzt hier gezeigt habe, sind, wie gesagt, in dem Verlosungsset enthalten. Und alles, was du dafür tun musst, steht da unten. Weißt du Bescheid, ne? Genau, also so viel war es tatsächlich dann auch zu Make-up. Es gibt so viele verschiedene Make-up-Geschichten. Wenn man Make-up verschenkt, würde ich persönlich immer wieder dazu raten, guck den Leuten natürlich ins Gesicht, was verwendet diese Person und was verwendet sie nicht. Das war ein Reim. Und was hat die Person überhaupt zu Hause? Weil wenn die, also wenn man eine Mascara doppelt zu Hause hat, ist das nicht schlimm, weil eine Mascara braucht sich ja in ein, zwei Monaten auf. Wenn du aber die Lidschattenpalette zweimal da hast, könnte es ein bisschen tricky werden. Ne? Also bei Make-up tatsächlich immer nachfragen, meine Meinung und nicht irgendwie blind verschenken. Da gibt es immer so kleine Problemchen. Ne? So, dann habe ich natürlich, ja, Pflegeleute, ne? Ja, ihr kennt meine glorreichen drei. Meine glorreichen drei, das ist einmal Beauty Mates, da habe ich hier exemplarisch den Falten Control Booster, dann Dalton, da habe ich exemplarisch die Hydrolift Maske, die einfach ein Träumchen ist, und Jepoda. Das ist der The Calm Balm, geilste Abschminkbalm ever. Das hier sind die drei Kooperationspartner, die ich im Bereich Pflege habe und die ich einfach auch sehr, sehr schätze.
Bei Beauty Mates ist es das Ding, dass du halt Produkte ohne Gedöns hast. Du hast Produkte, die sehr leicht anzuwenden sind. Und für mich vor allem, die auf meiner sensiblen Haut einfach funktionieren. Und das ist immer eine sehr, sehr schwere Geschichte. Und ich bin sehr froh, dass das funktioniert. Die haben halt Cremes, also sowohl für trockene als auch für normale Haut, ne? Und da kannst du dann die Booster, die die in dem Shop anbieten, reinmischen und dir somit deine individuelle Pflege selber zu Hause anmischen. Da habe ich einen Code und so weiter. Ich verwende aktuell den Falten Control Booster, den Pore Minimizer Booster habe ich auch da aktuell in Anwendung und ich habe die Hyaluron Cream Lifter. Die drei verwende ich abends in meiner Abendroutine und ich bin da sehr, sehr zufrieden mit, weil das einfach auch ein schönes Hautergebnis bei mir macht und ich finde, meine Haut ist einfach, seitdem ich Beauty Mates verwende, und das mache ich seit ungefähr 2 Jahren, besser geworden. Dann habe ich von Dalton super viele Produkte da, nicht nur, weil ich einen krassen Adventskalender von denen bekommen habe, eine lange Kooperation schon mit denen habe, bei denen in München auf dem Event war und so weiter und so fort, sondern weil das einfach eine Marke ist, die ich so gerne in meiner Pflegeroutine drin habe und weil die auch ein sehr breites Sortiment haben. Was ich persönlich bei Dalton am schönsten und am meisten schätze, ist die Marine-Kosmetik-Geschichte. Und ja, ne? Jetzt kommt mein Spruch, das Leben kommt aus dem Meer. Du bist Leben, ich bin Leben, wir kommen aus dem Meer. Dementsprechend ist sowas für uns halt genau passend, ne? Weil das ist halt Meereskosmetik, das heißt, es ist auf unsere Urbedürfnisse abgestimmt, mehr oder weniger, auf unsere Hautkonstellation, keine Ahnung. Und dementsprechend halt auch super hautverträglich und ich liebe diese Masken. Ich finde, das ist so der Spa-Moment ever. Die haben aber auch so geile Körperpflege, boah, aber... Ich glaube, die kosten mehr als 50 Tacken, ich weiß es nicht. Diese mega geile Body Butter, ich liebe sie. Und ach, wenn du die Produkte anwendest, ist es einfach so dieses, ich habe zu Hause einen kleinen Spa eröffnet und trete ein und fühle mich dort wohl. Deswegen, Dalton ist da echt sehr, 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 sehr krass unterwegs. Und ja, mit manchen Produkten noch unter 50 Euro, mit manchen drüber. Tatsächlich gibt es da auch wundervolle Ampullen, die man sich anschauen kann. Ich persönlich verwende von denen auch aktuell so ein ganz verrücktes Peeling, so ein Säurepeeling. Und gegen meine Unreinheiten habe ich auch ganz gerne diesen Derma Control SOS-Gedönsen. Finde ich auch klasse. Ja, und Jepoda sorgt dafür, dass das, was jetzt zum Beispiel auf meinem Gesicht ist, 1A nachher wieder runterkommt. Die haben auch Hautpflege. Ich persönlich bin aber am allerbegeistertesten von dem Kornbaum. Weil er einfach alles runternimmt. Egal wie bunt, egal wie ein krasser Stain, egal wie hardcore ich mich mal wieder geschminkt habe, der reißt es runter und das ist so klasse. Ein ganz, ganz tolles Produkt. Auch da bekommt ihr mit meinem Code Rabatt, aber es ist halt nicht günstig, ne? Aber es ist halt auch nicht unbezahlbar. Es gibt auch von anderen Marken Produkte, die ich mal ausprobiert habe, die ich entweder nicht vertragen habe oder die meine Geschichte nicht so runtergenommen haben. Ich habe schon super viel ausprobiert und es ist noch nichts an den Kaumbaum rangekommen. Kein Scheiß. So. Dann gehen wir weiter zu Bartpflegesets. Da gibt es natürlich, in dem Shop von Maxime Giacomo, der Lebensgefährte von Danny Pelletier, dessen Bücher wir eben schon gesehen haben, ein Bartpflegeset. Das hat er in dem Shop von Maxime Giacomo gelauncht und jetzt passend zur Weihnachtszeit kann man es dort kaufen. Finde ich mega cool, denn die Idee, die mein Freund mir gegeben hat, um sie mit aufzunehmen, ist tatsächlich Bartpflege. Und ja, Bart- und Gesichtspflege, gut, das gehört auch mit dazu. Das hier ist die absolute Lieblingsmarke von meinem Freund, was so Gesichtspflege angeht. Kriegst du auch in der Drogerie. Butcher's Sun riecht richtig geil, hat eine tolle Pflegewirkung. Und das hier ist der Calm Down Aftershave Balm. Da hat er einmal den und er hat tatsächlich davon auch noch ein Backup, aber er liebt den. Also, dass mein Freund mal von irgendwas ein Backup irgendwo im Schrank hat, ist selten. Aber, ne, also damit möchte ich euch zeigen, theoretisch könntet ihr euch auch selber irgendwelche Pflegesets für den Mann aus der Drogerie zusammenstellen. Daher kommt die Idee jetzt gerade, ne? Und das hier hatte ich jetzt gerade in der Better Boyfriend Bag von dieser Glowcorn-Geschichte mit drin, ne? Alverde Men Bart Serum, das findet er auch ziemlich cool. Das stand sogar offen bei ihm drin. Also, er hat quasi dieses Produkt auch schon verwendet, obwohl er das erst gestern oder vorgestern von mir bekommen hat, war ich ziemlich froh drüber und ja, ist auch gar nicht mal so super teuer, ne? Jo, so viel zu Bartpflege für Männer. Wie gesagt, entweder kann man so Komplettsets kaufen oder eben in der Drogerie sich das selber so zusammenshoppen. Ähnlich wie es ja auch dann bei diesen Foodkörben ist. Ja, dann haben wir natürlich noch ganz viele Geschenksets, die jetzt irgendwie super krass reduziert sind, so wie ich das gesehen habe. Da war ich ein bisschen schockiert. Wo habe ich die denn? Hallo? Da, hier habe ich den gestellt.
Habe ich bei Douglas letztens erst gekauft, weil ich so Last-Minute-Geschenke einfach immer mal wieder irgendwie brauche. Da habe ich zum Beispiel so ein Geschenkset Davidoff Cool Water for Her. Ne, das ist einfach so ein Parfum zusammen mit einer Pflege, die hier drin ist. Und das war irgendwie alles unter 20 Euro. Und deswegen habe ich mir das so einfach entweder mal für eine Verlosung mitgenommen oder wenn man mal so ein spontanes Geschenk haben muss für jemanden. Finde ich total super. Und ja, ist auch ein geiler Duft. Mag ich sehr. Tatsächlich sehr gerne leiden. Dann habe ich mir auch noch gekauft von Job Le Bain vorher. Das fand ich krass, dass hier so ein Job-Set auch so günstig drin war. Da haben wir einmal 40 ml von einem Eau de Parfum und 75 ml von einem Duschgel mit drin. Ne, also sowas, wie gesagt, findet ihr jetzt bei Douglas, bei Sephora und so. Die hauen jetzt echt raus, Leute. Das ist total krass und ich war auch hin und weg, als ich das gesehen habe. Und dann noch so ein Klassiker, Calvin Klein One. Ja, da haben wir einmal dieses Parfum und Duschgel mit drin. Und ich glaube, das ist ja für den Mann, ne? Genau. Und sowas kannst du halt auch immer mal wieder ganz gut verschenken. Finde ich einfach erwähnenswert. Und dann habe ich auch noch hier von Tao Oasis Ruhe und Entspannung mit Schlafgut-Duftsets. Ja, das ist jetzt einfach mal exemplarisch. Da gibt es so viele verschiedene von, auch mit irgendwie weihnachtlichen Motiven und so weiter. Und deswegen fand ich das jetzt sinnvoll, das mal zu erwähnen. Eine Sache, die halt auch irgendwie immer geht, sind so diese Rituals-Duft-Geschenksets. Da habe ich jetzt das Ritual of Ying, ein Unisex-Duft, den ich persönlich als sehr spa-mäßig empfinde und sehr gerne mag. Und da ist auch das Deep Sleep Pillow Spray drin, was ich extrem geil finde. Was auch immer irgendwie geht, meine Meinung, weil ich ein Pinselfreak bin, sind tatsächlich Pinselsets. Da ist mir die Idee gekommen, weil tatsächlich die Cousine von meinem Freund letztens mir eine Nachricht geschrieben hat und mich gefragt hat, ob ich eine Idee hätte, welche Pinsel aus der Drogerie so empfehlenswert wären. Da habe ich ihr Save BH Cosmetics genannt und Lovia. Ne? Also das sind so für mich die, wo Preis-Leistung in der Drogerie halt am besten stimmt. Und das könnt ihr, wie gesagt, entweder bei DM kaufen in der Drogerie oder halt bei Rossmann auch Lovia, ne? Oder halt auf der jeweiligen Homepage. Da gibt es auch immer wieder krasse Codes. Ich habe jetzt keine, aber ich habe euch da auch welche zu in der Infobox reingeschrieben, die ich gefunden habe, zum Beispiel von Maxim, ne? Und ja, den von Maxim verwende ich persönlich nämlich immer, wenn ich bei BH Cosmetics bestelle. Heide nein! Das wird ja wirklich so im Überformat hier. Ich habe noch zwei Kategorien. Zum einen ist es Schmuck. Und ich verwende einfach gerne Schmuck. Ich trage gerne Schmuck. Man sieht mich ja auch mit Schmuck. Das Einzige, was ich an Schmuck nicht so gerne mag, sind Armbänder. Die gehen mir auf den Keks. Ganz ehrlich bin ich, ne? Ganz ehrlich bin ich. Reden kann ich auch. Und im Sommer mag ich eigentlich wohl ab und an mal so Armbänder aus Stoff. Ne, oder wie auch immer, so selbst geknüpft oder so, finde ich eigentlich ganz süß. Aber was ich halt nicht so gerne mag, ist halt wirklich diese Metallarmbänder, also so aus Schmuckgedönsen halt. Aber ich trage super gerne Ohrringe, ich trage Ketten, wenn ich jetzt nicht ein allzu hochgeschlossenes Oberteil anhabe. Und ich trage super gerne Ringe. Und hier habe ich jetzt natürlich einmal für euch in der Präsentation die Schmuckmarken, die ich euch am meisten empfehlen möchte, die ich euch am ehesten ans Herz legen kann, wo ich jetzt... Ich glaube, bis auf Corazul kein Code oder so für habe. Aber ihr findet immer wieder gute Angebote auf den Homepages und es ist unter 50 Euro. Zuallererst habe ich hier einen Ring, den trage ich auch schon, seitdem ich den Adventskalender davon ausgepackt habe. Und zwar ist das von Me Lovely, dieser Ring. Wobei da könnte es sein, dass ich tatsächlich sogar noch einen Code habe. Der ist auch größenverstellbar und die haben auch richtig schöne Schmuckstücke. Die haben, wie gesagt, auch schöne Ketten, Ohrringe und so weiter. Hier exemplarisch aber einfach mal der Ring dazu. Dann von Corazul trage ich hier gerade die Kreolen. Die finde ich auch sehr, sehr schön. Die habe ich mir letztens erst ausgesucht. Mein Ohr ist wohl scheinbar ziemlich warm gerade. Ich rede ein bisschen viel, ne? Und da habe ich, ja, genau, jetzt aktuell auch eine Kooperation am Laufen. Das heißt auch einen aktuellen Gutscheincode. Und die haben halt tollen Schmuck, der halt so richtig auch Richtung Meer wieder geht. Und es ist so, ich hole mir den Urlaub nach Hause, wenn ich die Schmuckstücke von Corazul trage oder Corazul. Und ich liebe es einfach. Kann ich euch wirklich nur sagen. Die haben eine gute Qualität. Und ja, dann haben wir hier noch ein paar Klassiker natürlich. Der kommt aus dem, oder die Ohrringe kommen aus dem Adventskalender vom letzten Jahr von Purelay. Und die habe ich jetzt auch in letzter Zeit relativ häufig getragen. Deswegen macht es Sinn, dass ich euch die mal von Namen zeige. Finde ich aber als Marke oder als Schmuck
was die so anbieten, ne, vom Design her, sehr, sehr schön. Und dann gibt es noch iCrush, mit denen hatte ich mal eine Kooperation und da habe ich auch dieses Jahr den Adventskalender ausgepackt, da habe ich jetzt die silberne Variante und das ist auch eine wunderschöne Kette, einfach die exemplarisch hier einfach mal steht, ne. Auch iCrush hat richtig, richtig schönen Schmuck von einer guten Qualität, da war ich letztens in München auch an deren Store vorbeigelaufen und fand das total cool. Hab's hart gefeiert, da wirklich mal einen Laden vor Ort zu sehen, weil ich dachte sonst immer, das wäre halt nur online. Aber ist es gar nicht, fand ich total cool. Wie oft kann man total cool sagen? Häufig. Ja, also das wären die vier Schmuckmarken, die ich euch so empfehlen könnte. Jetzt kommen wir zur letzten Kategorie, Fashion. Aber Fashion im weihnachtlichen Sinne, Leute. Zu Fashion zählt zum Beispiel auch sowas meiner Meinung nach. Da gibt es doch so mega coole Haarreifen jetzt überall zu kaufen. Oder bei Shein gibt es so coole Haarreifen. Da habe ich hier vielleicht einfach mal einen liegen. Die trage ich auch immer mal wieder jetzt so, wenn ich in meinen Instagram-Lives bin, ne? Beispiel feiere ich einfach. Ne? Ist nur die Frage, ob man eben bis zu Weihnachten bekommt. Aber jetzt auch in den Läden. Ihr seht doch überall diese geilen Haarreifen. Ich lieb's. Dann hatte ich auch letztens in dem Adventskalender drin, aber das nur exemplarisch, halt einfach so ein Stirnband. Trage ich jetzt immer beim Spazierengehen. Finde ich echt praktisch, dass du dir halt nicht die ganzen Haare versaust. Und wenn es halt jetzt in der Übergangsphase ist, wo es halt nicht wirklich schneit oder so, ist so ein Stirnband echt klasse. Und die gibt es für Frauen, die gibt es für Männer, die gibt es für Erwachsene, die gibt es für Kinder. Und ich lieb's. Das hier hatte ich im Milavli Adventskalender letztes Jahr, glaube ich, in der 24 drin, ne? Diese Handschuhe. Damit kann man sogar sein Handy bedienen, was ich so geil finde. Auch sowas bekommt ihr online. Das ist überhaupt kein Problem. Meine haben natürlich jetzt schon ordentlich gelitten, weil die täglich getragen werden jetzt und auch letztes Jahr gut getragen worden sind. Und das letzte Fashion It Piece ist gelb. Das habe ich mit meiner Mama zusammen gekauft, als ich mit ihr in Oberhausen, glaube ich, im Outlet war. Und ja, mega, oder? Halt so ein richtig geiler, langer, fett warmer Schal. Der ist auch recht günstig. Der ist jetzt von Pieces, ich glaube von Zara oder so gibt es den. Den kannst du dir aber, also solche Schals, ne, bekommst du, wie gesagt, bei Zara, du bekommst sie bei C&A, bei H&M, überall. Du kannst die online bestellen, offline bestellen, im Laden kaufen, wie gesagt, ne. Ich finde den so schön und ich liebe diese Farbe, dieses Senfgelb ist einfach ein Traum für mich, ne. Also geiles Produkt und damit möchte ich auch gerne tatsächlich dieses Video beenden, Leute. Also das waren jetzt definitiv mehr als 50 Ideen, fast schon 100, ne? Aber ich, ja, finde es einfach wichtig, dass man irgendwo so einen kleinen Anreiz hat, einfach mal nicht diese klassischen Geschenkgutscheine, 50 Euro bei Amazon oder so zu kaufen, sondern, ja, oder Gutscheine, ohne Witz. Mein Freund und ich sind letztens beim Aufräumen an so eine Box gestoßen, wo wir immer unsere Gutscheine reingepackt haben. Da waren Gutscheine von 2018 für Lasertag drin. Haben wir natürlich nie eingelöst, weil ein Jahr später kam dann auf einmal Corona und 2018 haben wir uns gedacht, machen wir nächstes Jahr mal. Ja, Pustekuchen, ne? Also, es ist immer schwierig mit Gutscheinen, weil man löst sie einfach nicht ein. Und deswegen diese ganzen Ideen einmal für euch. Schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr noch weitere coole Ideen habt oder falls ihr bei meinen Ideen jetzt irgendetwas gefunden habt, was euch weitergeholfen hat. Fände ich total cool. Und ja, wenn dir mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Schaut morgen auf jeden Fall bei der lieben Nina vorbei, denn ja, da kommt auf jeden Fall ihr nächstes Adventskalenderkläppchen. Und ja, ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Wow, ja, Hauls. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!